Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Stone Shard. Bin in letzter Zeit sehr beschäftigt gewesen, deshalb kamen nicht mehr so viele Folgen. Wird aber, ich denke, jetzt wieder täglich kommen. Und ja, wir haben ja noch viel zu machen. Es ist, glaube ich, seit dem 14. und 13., der 14. 2. kein Patch mehr rausgekommen oder Hotfix. Also wir spielen eigentlich immer noch in dieser Version, wo wir noch ein bisschen Probleme haben. Aber es wird schon gut gehen, also einfach Balancing-Probleme halt. Aber wir suchen jetzt einfach nochmal zu diesem Turm zu gehen. Und ja. Ja, einfach, dass ich so wenig Zeit habe, liegt jetzt zuerst einmal am Sport und am zweiten wegen dem Minecraft-Server, der wird bald online gehen. Und wir mussten viele Mods immer wieder rauswerfen, also einfügen, rauswerfen und so weiter. Also es war sehr, sehr umständlich und deshalb habe ich ja nicht so viele Videos machen können, weil es einfach sehr viel Zeit beansprucht auch und ja, mich ein bisschen ja, genervt macht und so weiter. Aber gut, ja, ich bin halt einfach ein Minecraft-Fan, vor allem mit Mods und dann noch Plugins und dann noch ein Rollenspiel-Server. Und ich bin im siebten Himmel. Also, ja, es geht halt momentan nicht so gut. Mit jetzt jeden Tag wirklich viele Parts zu gewinnen. Also mehr als einen Part schaffe ich meistens nicht. Aber gut, es werde ich irgendwie 2 oder 3 Parts pro Tag wieder anstreben. Ein Minecraft, ein Last Epoch und ein Stone-Shard-Part und manchmal natürlich auch Champions of Regnum. Da bin ich aber jetzt momentan eher am Chillen und halt am Leveln. Und deshalb kommen nicht so viele Parts leider. Ist aber so, es ist ein Grinding-Spiel und deshalb muss ich da mehr Zeit investieren, sonst muss ich ja das euch noch zeigen. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt zeigen, wirklich nichts passiert. Kaum etwas droppt oder sonst irgendwas. Und deshalb ist es eher ein Projekt, das ich nebenbei mache. Und für Stone Shard mehr. Die Wölfe nerven ein bisschen, dass sie so viel aushalten. Oh gut. Ja, genau. Man hat ja gesehen, dass es getroffen wird. Aua, der hat mich angeknabbert. Ja, gut. Die Wölfe wurden irgendwie stärker. Es gibt keinen Grund dafür, aber. Ja. Okay, nein, kein Bluten, kein Schmerz. Doch, Schmerz haben wir. Aber okay. So, 2 nach rechts. Hä, ist er weg? Doch, da ist er. Okay. Könnten eigentlich auch hier hingehen. Auf dieses Dorf, also. Fast schon Stadt. Interessiert mich am meisten. Ich glaube, hierhin müssen wir dann irgendwann mal. Aber die Quest habe ich ja nicht angenommen. Ja, müssen wir dann auch noch annehmen. Also jetzt was? 2 nach rechts. Und einen nach unten. Okay. Könnte schwer sein jetzt wieder. Aber gut, es ist halt einfach ein bockschweres Game. Kann man nichts machen. Nicht etwas meiden, wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen. So. Ja, ich wusste es, die sind wieder hier. Baumstumpf kann man einfach. Baumstumpf kann man einfach. Dann renn du ein bisschen. Der eine ist tot, der andere. Flegel gleich. Also, zwei sind sie Flegel. Wobei eigentlich Morgenstern, aber Morgenstern sind nicht mit. Habe ich. Ich dachte immer früher, die mit. Ja, Puls sind auch Morgenstern, aber sind auch nicht. Ja.
schneller als wir. Ja, ja, das sagst du noch. Haha, bist du tot. Das habe ich. Ja, ja. Okay. Genug. Jetzt gehen wir erstmal rein. Ja, schauen wir noch kurz an. Ja, wir haben noch nicht so schnell ein Level. Wir gehen trotzdem rein, aber nicht ins dritte Stockwerk. Und es wird immer wieder neu generiert. Nein, ich wollte doch die Zauberbücher. Bin ich identifiziert, dass die hier sind. Okay, so kann man schauen, was es für ein Dungeon ist. Nein, was es für ein Item ist. Das ist ja der Itemname. Okay. Eine Lumpen. Lumpen mich doch. Okay, eine haben wir. Ah, ein reicher Typ. Nee, reiche Typ gehen nicht hier hin. Reiche Menschen gehen nicht hier hin. So, immer schön die Feste noch mitnehmen. Ab geht's. Was war denn das? Erhobener Schild. Okay. Das passt nicht, glaube ich. Sehr. Ja, sicher, da kommt man auch mal. Ja, sicher, der kann zweimal angreifen. Mann, die sind OP. Ja, sicher, da kommt noch einer. Okay. Was ist das zweite Wind? Was wollte ich trinken? Essen. So, und bitte ein Zauberbuch. Jetzt bitte auf. Nein! Mann, das Spiel ist einfach K.O. Das Spiel ist nicht gut gemacht, wenn alle aufmerksam werden. Ist Feuer denn so böse, so laut? Hm. Was Schlafmittelschwamm? Mann! Der kommt sicher von hier. Okay. Wir müssen uns regenerieren. Komm, wir kämpfen kurz. Wir müssen mit dem bleiben bei der Tür. Es ist unglaublich, wie schwer das Game ist. Es ist einfach unfair. Es ist gar nicht mal so schwer. Aber wenn die immer zu schnell sind, blieben wir immer viel Leben. Also, okay, wir haben alles noch nicht so. Bleiben wir noch kurz hier ein bisschen. Ich hoffe, es kommt niemand mehr. Schon recht nervig das Spiel, wenn alle zukommen. Ich muss unbedingt eine andere Magieart noch haben. Wieso sind Magier denn so unterbestückt, dass die keine Magie finden? Ich finde es so doof. Ja, sicher. Ich habe ihn nicht eingeladen. Sehr gut. Eine Schiene.
kommen wieder sau viele. Mann, Game, du nervst. Das ist krank. Ja, da bist du verbrannt, hä? Ja, das kommt davon. Wenn man so aggressiv ist. Hi! Und diese Aggressivität. Ja, was haben wir denn hier? Ein guter Magier. Eine Magierin. Okay, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Mut, im Nahkampf zu kämpfen. Habe ich Blut? Nein. Blutung stehen und so. Ja, Verband, ja. Eine Schiene. Okay, Salz. Ja, und die XP, die HP, die müssen halt noch ein bisschen regenerieren. Ich finde jetzt keine Salbei oder sowas. Ja, keine Salbei. So. Die Toxin können wir mitnehmen. Drohnen können ein automatisch eingesammelt werden. Das machen die Entwickler nie, gell? Also die stützen uns nicht so. Spieler. Sind immer der dominante. Ja. Siegenkette, nehmen Sie unbedingt mit. Ja, ja. Ich will auch noch irgendwas, bitte. Bitte, bitte. Ja, Kron. Spiel zu sagen. Noch mehr Käse. Noch mehr Kron. Ja. Oh, Lootsucht. Aber so richtige, also Magier-Sachen haben wir bis jetzt noch nie gefunden. Ich brauche unbedingt Zauberwäsche. Ich muss auch was lernen. Jetzt irgendwas? Eine Birne. Also dann essen wir mal noch mal etwas. 3 Tage. Wir rauswerfen. Komm, wir essen mal so ein Bratding. 3 Tage ist ein bisschen wenig für so gutes Essen. Ach Gott. Nicht immer automatisch irgendwas. Einsammeln. Bitte, gebt mir doch einfach mal diese Schriftrollen. Kann doch nicht sein, ey. Also mit einem Bogenschützen wären wir wahrscheinlich jetzt schon viel weiter, auch wenn es teuer wäre mit dem Fein die ganze Zeit. Oder mit einem Nahkämpfer, mit einem Tank oder so, wären wir wahrscheinlich auch schon viel weiter. Ich dürfte gerne mal sagen, ob ich jetzt noch einen anderen Charakter erstellen soll und bis hierhin spielen soll. Der einfach anderen Klassen. Oder ob wir ja, einfach knüppelhart hier so weiterspielen müssen. Wollen. Also für mich macht es nicht aus, ich würde gerne Magie. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich so viele Probleme habe mit den HPs und so. Defensive habe. Ich könnte eigentlich die Erdmagie noch skillen. Das ist ein bisschen unnötig, wenn man nicht kämpfen will mit der Erdmagie. Wobei im nächsten Level Up könnte ich vielleicht auf dieses eine Schild, also auf diesen Schutzzauber skillen. Das ist sicher nicht schlecht in der Situation dran. Aber wir sehen. Also, der Stab, der ist eigentlich echt. Das Kampfbeil kann weg. So. Kann die Waffen einfach ablegen. Ja, amüsieren wir uns. Sagst du richtig. Genau, das Problem mit wenig HP.
Wie hat er hinzugefügt? Ah, er hat verfehlt. Okay, er hat verfehlt. Hallo. Der nächste ist auch schon da. Okay, die Tische stehen nicht kaputt. Zentral. Tschüss. Ey, wieso bist du so schnell? Yay, Level Up! Also. Wir brauchen unbedingt mehr Vitalität. Ja. Jetzt haben wir zwei zur Verfügung, ja. Ich mach mal mehr Willenskraft, weil sonst haben wir einfach Mana-Probleme. Und ich muss einfach stärker werden. Ist einfach so. Und jetzt fügen wir eigentlich, weil wir das noch nicht freischalten können, ohne zweites Buch, machen wir jetzt auf Steinrüstung. Für drei Runden. Ja, okay. Und hier? Versteinerung. Könnten wir dann eigentlich auch einsetzen, aber wir müssen unbedingt uns besser schützen können. Eigentlich immer den Strahl und dann Steinrüstung oder noch nicht Steinrüstung. Mana. Ja, das kostet halt auch sehr viel. Okay. Ja. Das Spiel macht mich immer so ein bisschen im Denken kaputt. Kommt schnaufen. Dass man einfach so viel denkt, dass man Atemprobleme bekommt. Yeah! Ja! Ja! Bisschen zu spät, aber immerhin. Endlich, ey! Das tut schon gut. Endlich mal, ey! Es muss unbedingt mehr balanciert werden. Endzauber. Ich lasse es mal hier. Zu viel Platz. Weil die bekommt man ja immer wieder. Hier wäre eine Falle, aber gut. Ja gut, dann kämpfe ich halt im Nachhinein. Wie das aussieht. Haha, ich war stärker, aber leider viel Leben verloren. Aber wieso sind denn NPCs immer so mega hinter einer Mauer oder so, dass sie unsichtbar sind? Hinter der Tür. Okay. Kann ich schlafen? Ja. Kommen wir mit. Jetzt sind wir schon wieder voll Leben. Also es bringt etwas, diese Rüstung zu benutzen. Aber recht früh im Kampf schon. Eigentlich kurz, bevor sie zu uns kommen, uns erreichen. Ja. So, kurz schauen. Wir uns jetzt wagen in die nächste Ebene. Wollen wir zurück. Ich bin ja für ja, Wagen. Hä? Ich bin gerne für Wagen. Ich riskiere echt mal viel. So, lassen wir das Stroh hier und gehen runter. Da liegt Stroh herum. Wer hat's hingestellt?
Also. Hier links ist auch nichts mehr, oder? Nee. Okay. Wir sind gut angestellt. Aber bei der Tür erstmal bleiben und fliehen. Können wir nicht schleichen? Gib uns Gold. Nee, nee. So goldsüchtige habe ich nichts. Soll jetzt viel besser gehen. Ach, mehr Leute. Noch einer. Ja gut. Also. Und da brennt er wieder. Ja gut, tschüss. Nochmal, nochmal. Er ist endlich angekommen und steigt direkt eins auf die Fresse. Volles Pfund aufs Maul, ey. Ziegenkäse. Sehr gut. Gut ist, dass viel Nahrung droppt. Das ist ja nicht immer gewesen, das beim ersten Dungeon-Besuch. Zwiebel. Ja, das hat sich gar nicht so. Okay, und ja, essen wir jetzt das mit 3 Tagen. Das ist eigentlich sehr schmackhaft, das sieht okay. Mehr Kronen. Und sie schauen, dass nicht rechts jemand kommt. Also, ja, ich würde es ja immer mehr noch verlangsamt dann. Okay. Immer dieser Alkohol in diesem Dungeon, ey. Okay. Was ist hier los? Was ist hier im Weg? Ist der Falle? Eine Latrine hat er. Okay. Latrine ist im Weg. Shit. Kann ich so angreifen? Okay, geht nicht. Hä? Wieso ist jetzt da oben? Der bei mir getauscht. Boah. Bekommst du immer einen Herz, Kasper? Was ist denn hier im Weg? Ist das ein Bug? Du bist doch keine Vitrine. Hm. Kommt leider nicht mehr zurück. Ja, auf Nummer sicher gehen. Hä? Jetzt ist hier plötzlich ein Kasten. Blutegel. Crazy Extract. Wie groß ist denn diese? Ist noch größer. Sind wir satt? Wieso uns ist übel? Und ich habe schon gekotzt. Okay.
Ja, gut. Das Eisen ist ja nicht so viel wert. Ja, doch, es ist viel wert. Die Frage nach dem Platz. Es wirkt so schnell ab. Ah, ist schon so. Okay. Ist einfach hochkant. Höher als die Leiter. Ja, dann mache ich nochmal einen zweiten Part. Ja. Der kommt dann morgen. Tschüss.